Am 31.07.2017 lief in der ARD die Sendung Im Netz der Lügen, der Kampf gegen Fake News. In der Reportage sollen unter anderem Faker und Hater im Netz entlarvt werden. Sind wir schon total verstrickt im Netz der Lügen. Mir geht's darum, dass ich ab Minute 20:45 vom Kollegen und Autor des Filmes, Klaus Hannesdörfer, als Hater und Faker dargestellt wurde. Zuvor wollen wir uns einen Stellvertreter der selbsternannten Gegenöffentlichkeit etwas genauer anschauen, Imad Karim. Auf ihn werden wir aufmerksam, als in der rechtsalternativen Medienszene gerade Aufregung herrscht. Imad Karim auf Facebook gelöscht. Islamkritiker Imad Karim bei Facebook gelöscht. Rechtsalternativen Medienszenen. Also, seiner Aussage nach haben sich Menschen mit Rechtsgesinnung über die Löschung meines Profiles empört gezeigt. War das wirklich so? Nein, Klaus Hannesdörfer sagt die Unwahrheit. Hätte er als professioneller Journalist richtig recherchiert, hätte gewusst, wer sich für die Reaktivierung meines Profiles eingesetzt hatte. Da ist zum Beispiel der Islamkritiker Hamd Abdussamad. Oder mein jüdischer Freund Hanik Broder. Viele moderate Muslime, wie auch Abdul Hakim Orgi, der Professor für Islamwissenschaft an der Uni Freiburg. Und vor allem? Auf der anderen Seite, Facebook löscht Einträge. Zum Beispiel den Text des früheren Radiomoderators Domian, der sich mal kritisch zur katholischen Kirche geäußert hatte, passte Facebook nicht. Oder die ganze Seite des Islamkritikers Imad Karim, weg. Mittlerweile wieder da, aber zunächst mal gelöscht von Facebook. Zwei Beispiele, in denen die Nutzer dieser Plattform in ihren Grundrechten betroffen sind, aber wo hier Grundrechte Gut, auch... Gut, machen wir weiter mit dem Film. Wir treffen den Journalisten Imad Karim in seinem Mannheimer Studio. Er ist kein Unbekannter. In den 90er Jahren machte er Filme für das öffentlich-rechtliche Fernsehen, gewann sogar Preise. Er stammt aus dem Libanon und lebt seit 40 Jahren in Deutschland. Inzwischen ist er fast nur noch im Netz tätig und warnt dort permanent vor der Islamisierung Deutschlands. Der Islam gehört nicht und wird niemals zu Deutschland gehören. Ja, stimmt. In der Tat bin ich ständig in Facebook und versuche, zwischen meiner Arbeit und meinen familiären Verpflichtungen Zeit zu nehmen, um in Facebook zu posten und aufzuklären. Ein Mensch wie ich, der von allen konventionellen Medien abgeschnitten und boykottiert wird, kann sich nur in den sozialen Medien äußern und von seinem im Grundgesetz verbrieften Grundrecht auf freie Meinung Gebrauch machen. Aber wichtiger als das ist der infame Filmausschnitt, in dem ich von Hannesdörfer zitiert werde. Hier noch einmal. Der Islam gehört nicht und wird niemals zu Deutschland gehören. Der Islamkritiker erreicht über seine Kanäle mehr als... Hat der Autor seine Arbeit gewissenhaft gemacht? Seine Sorgepflicht als seriöser ARD-Journalist erfüllt? Oder hat er meine Aussage bewusst gekürzt, wiedergegeben und sie somit aus dem Zusammenhang gerissen? Der Islam gehört nicht und wird niemals zu Deutschland gehören. Denn zum Islam gehört die Scharia und die Scharia gehört nicht zu Deutschland. Aber Menschen, egal welchen kulturellen Hintergrund sie haben, die säkular aufgestellt sind, die Scharia negieren und sich unserem Grundgesetz gegenüber verpflichtet fühlen, gehören unbedingt zu Deutschland. Und jetzt frage ich Sie, darf ein ARD-Journalist, der über Fake News und Hater im Netz berichtet, solche Aussagen verkürzt wiedergeben? Oder handelt es sich um eine Manipulation, um aus meiner Person ein Feindbild zu konstruieren? Ich sagte im zweiten Teil meines Statements, ich zitiere mich selbst, aber Menschen, egal welchen kulturellen Hintergrund sie haben, die säkular eingestellt sind, die Scharia negieren und sich unserem Grundgesetz verpflichtet fühlen, gehören unbedingt zu Deutschland. Er schneidet diesen Satz raus. Was ist an meiner Aussage falsch? Gibt es etwas Humaneres und eindeutigeres Bekenntnis zu unserer offenen Gesellschaft und zu einem friedlichen Zusammenleben der Menschen als das? Hier versucht der Kollege quasi eine Rechtfertigung zu finden, warum Facebook eventuell mein Profil löschte.
Der Islamkritiker erreicht über seine Kanäle mehr als 50.000 Menschen. Warum er bei Facebook gesperrt wurde, kann er sich selbst nicht erklären. So habe ich die Löschung bekommen. So, ne? Nach 3 Tagen war ich wieder da, auch ohne Vorankündigung, auch ohne Begründung. Also sowohl die Löschung als auch die Reaktivierung erfolgte ohne Erklärung. Vielleicht liegt es daran, dass seine Meinung manchmal radikal ist. Flüchtlinge nannte er schon Menschenhasser, die Deutschland stürmen. Ich zeige Ihnen jetzt zum Beispiel ein Video, das mich veranlasste, den Begriff Menschenhasser zu verwenden. والدتي وكل عائلتي ومعظم عائلتي محجبين فأنا بحترم الحجاب لليوم بس أنا شخصيا ماني محجبة هذا كل شيء بدي أقوله بهذا الفيديو وهي أنا مثل ما بطلع بالشارع بعتقد بما أنه بطلع بالشارع هيك ف يعني من الناحية الإعلامية لازم أكون على الأقل صادقة مع نفسي وصادقة قدام بعرف إنه حطيت حالي مأزق رح أطلع منه بنتائج كتير سيئة بس بتمنى أنتوا تفهموا وتتفهموا تجربتي الشخصية هذا كل شيء في الفيديو بس ما في شيء عندي ضيفه. Ich habe für mich diesen Begriff Menschenhasser auf diese Leute angewendet. Wenn von 4.321 Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, die hier Zuflucht gefunden haben, 4.314 Menschen diese Frau beschimpfen, bedrohen und sagen, wir werden dich suchen und töten. Darf ich nicht diese Leute als Menschenhasser bezeichnen? Vielleicht liegt es daran, dass seine Meinung manchmal radikal ist. Flüchtlinge nannte er schon Menschenhasser, die Deutschland stürmen. Auch uns gegenüber ist er misstrauisch und lässt uns permanent filmen. Auch hier lügt Klaus Hansdörfer. Und er verhält sich infam und sagt diese Unwahrheit in zweifacher Hinsicht. Vor den Dreharbeiten sagte ich zu ihm, meine Auszubildende würden zu Übungszwecke gerne von den Dreharbeiten ein Making-of machen. Klaus Hansdörfer fand die Idee lustig und er stimmte zu. Bilal M., er und Karam A. sind 2 syrische Flüchtlinge, die bei mir eine Ausbildung und ein Vorbereitungsjahr machen. Mit den beiden, der eine ist gläubiger Muslim und der andere ist ein Atheist, unterhielt sich Hansdörfer lang und befragte sie, warum sie geflüchtet sind. Das hat Klaus Hansdörfer in seiner Reportage gegen Fake News verschwiegen. Ich heiße Bilal M., komme ich aus Syrien, ich mache hier ein Praktikum und später Ausbildung. Ich mache ein Making-of über ARD-Film und ich habe mit Herr Harnisch Drofer über Asyl und Flüchtlinge gesprochen. Er wusste, Flüchtling und Asyl. Es passte eben nicht in sein Konzept, dass er diese Tatsache, diese Wahrheit erwähnt. Gehen wir zurück zu der ARD-Reportage von ihm. Imad Karim ist bekennender Anhänger der AfD und wirbt offen für die Rechtspopulisten. Rechtspopulisten? Ich dachte, die Bezeichnung im Zusammenhang mit der AfD darf nicht mehr verwendet werden. Oder irre ich mich? Jedenfalls, als Unabhängiger, also ich als unabhängiger, parteiloser Bürger dieses Landes, der in Deutschland die Heimat seiner Werte sieht, habe ich das Recht, jede vom Grundgesetz geschützte und nicht vom Verfassungsschutz unter Beobachtung stehende Partei zu wählen und brauche weder von der ARD noch von Klaus Hansdörfer hierfür eine Rechenschaft abzulegen. Diese Freiheit des Gewissens lernte ich während der letzten 40 Jahren in dieser pluralistischen Gesellschaft schätzen. Als Demokrat und Pragmatiker plädiere ich dafür, der AfD, der Alternative Deutschland, zu verhelfen, die demokratischen Kräfte in dieser Partei zu stärken und sie somit in die Mitte unserer Gesellschaft zu rücken.
Ich lehne jegliche Sanktionen und Ächtungsversuche gegen diese Partei ab, weil ich damit verhindern will, dass diese junge Kollektive nicht irgendwann von irgendwelchen chauvinistischen, menschenverachtenden Randgruppen vereinnahmt wird. Björn Höcke hatte ich übrigens in einem Artikel aufgefordert, zurückzutreten. Gehen wir zurück zur Reportage. Auf Facebook warnt er vor einer Überfremdung Deutschlands. Dies geschehe aber stets mit Fakten, wie er uns versichert. Wenn ich nicht sicher bin, würde ich das niemals veröffentlichen. Denn jede Nachricht, die falsche Nachricht, ist ein Gift für das Zusammenleben der Menschen. Doch auch auf seiner Seite finden wir eine Falschmeldung. Imad Karim behauptet, muslimische Studenten an einer katholischen Universität in den USA fordern, dass Kreuze abgehängt werden. Doch das ist falsch. Nicht-Muslime hatten das gefordert, sondern ein nicht-muslimischer Professor hatte sich über die Kreuze beschwert. Das hätte der Journalist Imad Karim ohne großen Aufwand herausfinden können. Bevor ich die Aussage von Klaus Hannstörfer kommentiere, zeige ich Ihnen selbst das Video. So, is it a holy war that is being waged in our nation's capital? Now, Muslim students are complaining that the Catholic University is, well, too Catholic. Now, the official charges state that the school does not, quote, provide space, as other universities do, for the many daily prayers that Muslim students must make, forcing them instead to find temporarily empty classrooms where they are often surrounded by Catholic symbols, which are incongruous to their religion. Ibrahim, let me start with you. All right, it's a private college, Catholic college. It is. They accept Muslim students. They accept people of other faiths. In their classrooms, they have a crucifix, which shouldn't surprise anybody. I went to Catholic schools for 12 years. In their schools, they have pictures of Jesus. Tell me what the problem here is. Well, the issue really isn't the iconography of Jesus or crucifixes in the classroom. There are really two questions, and one is whether or not Muslim students can be accommodated in terms of a place to pray. Accommodated. That is at not a Catholic university, they've got to accommodate nicht Islam. Ich habe behauptet, dass muslimische Studenten das Abhängen von Kreuzen verlangen, sondern der Moderator und auch seine beiden Gäste. Wenn alle drei nicht mal wussten, dass die Forderung von einem linksbritischen Professor stammen, soll ich das herausfinden? Ich fand in Facebook dieses Video und teilte es gemäß Inhalt. Wenn ich also Klaus Hannstörfer richtig verstehe, erwartet dieser von mir, dass ich so ein Studiogespräch vorab recherchiere und erst danach poste. Man stelle sich vor, Anne Will fragt einen FDP-Vertreter, warum seine Partei die Erhöhung der Mehrwertsteuer fordert. Und der FDP-Mann antwortet, weil das für die Konjunktur wichtig sei. Später stellt sich zum Beispiel heraus, dass nicht die FDP, sondern die CDU diese Forderung erhob. Das heißt, jeder, der Anne Will glaubte und das Video mit ihren Gästen teilte, ist in den Augen von Klaus Hannstörfer ein Faker. Denn er hätte vorher die Fragen von Anne Will auf ihre Echtheit überprüfen sollen und selbst recherchieren sollen, wer die Mehrwertsteuererhöhung forderte, bevor er in seinem Profil in Facebook dieses Gespräch teilen würde. Zurück zum Beitrag. Immerhin erreicht er mehr Menschen als so manche Regionalzeitung. Zudem provozierte die Falschmeldung Hasskommentare. Zum Beispiel: Diese ollen Mülltüten mit ihrer kranken Religion. Ich habe insgesamt zwischen 50.000 und 70.000 Followers, die meine Beiträge kommentieren. Und Herr Hannstörfer erwartet, dass ich jeden Hasskommentar sofort ausfinde und lösche. Ich frage mich, wie sehr wirklichkeitsfremd ein ARD-Autor heutzutage sein darf. Allerdings betreibt er noch andere Seiten. Zum Beispiel die rechtsgerichtete Facebook-Gruppe Deutschland Mon Amour. Unser Eindruck? Eine Kontrolle findet nicht statt oder ist unmöglich, denn hier finden wir auch noch nach dem Interview mehrere Fakes.
Es ist wieder eine Verleumdung. Ich habe die Facebook-Gruppe Deutschland Mon Amour im August 2016 gegründet, weil ich oft in Facebook gesperrt wurde. Innerhalb eines Jahres schlossen sich 27.000 Menschen aus allen demokratischen politischen Richtungen dieser Gruppe an. Jeder kann sich vom demokratischen Charakter dieser Plattform in der Gruppenbeschreibung überzeugen. Dass bei dieser Zahl der Mitglieder nicht ausgeschlossen werden kann, dass irgendwelche Trolls Fake News bewusst in der Gruppe posten, danach Screenshots machen und damit die Gruppe in Verruf zu bringen, musste jedem normal denkenden Menschen ein Einleuchten sein. Das Moderatorenteam besteht aus bekannten Islamkritikern, aktiven CDU-Politikern, die zum Teil selber im Rundfunkrat sitzen. Es ist daher beinahe mehr als grenzwertig, diese Gruppe als rechtsgerichtet zu bezeichnen. Ich gehe zur Reportage zurück. Auch auf YouTube finden wir einen Fake, den Imad Karim verbreitet. In dem Video spricht er mit dem AfD-Politiker Malte Kaufmann über innere Sicherheit. Irgendwelche Joggerinnen überfallen wurden. In Mannheim am Wasserturm wurde vor kurzem eine Frau vergewaltigt am helllichten Tage. Und also diese Angst, die wir jetzt haben, die kannte ich von früher nicht. Aber es sind ja doch viele Fake News. Also in den Medien hören wir selten darüber. Das sind keine Fake News. Diese Nachrichten werden teilweise unter den Teppich gekehrt. Doch hier kehrt der AfD-Mann die Wahrheit unter den Teppich. Denn er behauptet, in Mannheim am Wasserturm wurde vor kurzem eine Frau vergewaltigt am helllichten Tage. Tatsächlich ist es schon über ein Jahr her, dass darüber berichtet wurde. Hier, so die 41-jährige Frau, habe ein Mann sie mit einem Messer bedroht und auf einer Bank vergewaltigt. Es wird sogar mit einem Phantombild nach dem südländischen Täter gesucht. Allerdings kommt schnell heraus, die Frau hat die Vergewaltigung erfunden. Verstehe ich richtig? Also ich mache ein langes Interview mit Dr. Malte Kaufmann, mit diesem AfD-Politiker, in dem ich ihn zu verschiedenen Themen befrage. In Sache Sicherheit erwähnt er einen Vorfall, der sich später als nicht zutreffend herausstellte. Was heißt das? Das heißt, dass weder Herr Kaufmann noch ich zum damaligen Zeitpunkt wussten, dass die Geschichte mit dieser Frau nicht stimmt. Dann hat er sofort in seinem Facebook-Profil die Aussage richtig gestellt. Ich machte in meinem YouTube-Video den entsprechenden Vermerk deutlich. Mehr konnte ich nicht machen. Sonst, alternativ, musste ich das ganze Video löschen. Unabhängig davon gibt es leider viele ähnliche gelagerte Vorfälle in Deutschland und auch in Mannheim. Ein dieser traurigen Beispiele, eine 26-jährige Frau, wurde im Juli 2016 vor ihrem Haus in Mannheim-Neckarstadt von einem algerischen Asylbewerber vergewaltigt und brutal misshandelt. Im Mai dieses Jahres verurteilte ihn das Landgericht zu 11 Jahren Haft. Übrigens, ich war bei der Verhaftung dieses Täters dabei, als er der Haftrichterin vorgeführt wurde. Ich bin nämlich Gerichtssachverständiger und staatlich beeidigter Dolmetscher. Die Polizei hat den Täter in einer bestimmten Stadt in Norddeutschland verhaftet und zu Haftrichtern in Mannheim gebracht. Ich erhielt den Anruf, vom Gericht zu kommen und für ihn zu übersetzen. Überhaupt, ich habe im Laufe meines Lebens bei Asylbehörden, Ämtern und Gerichten für etwa mehr als 3.500 bis 4.000 Menschen aus dem arabischen Sprachraum gedolmetscht. Ich kenne mich mit der Materie sehr gut aus. Natürlich habe ich über diese Fälle nie berichtet, da ich der Schweigepflicht unterlege. Wir gehen wieder zum Film zurück. Fazit: Als längst schon klar ist, dass es keine Vergewaltigung gab, verbreiten der AfD-Politiker und Imad Karim die Falschmeldung. Ich glaube, das Thema Fake News ist total überbewertet. 3 Wochen nach unseren Dreharbeiten verlangt Imad Karim, dass wir die Aufnahmen mit ihm löschen. Wir haben diese Passage dennoch gesendet, weil wir der Meinung sind, jemand, der so wie er die Öffentlichkeit sucht, muss es aushalten, dass man sich auch öffentlich mit ihm auseinandersetzt. Hier verschweigt Hans Dörfer den Grund, warum ich darauf bestand, nicht in seiner Reportage in irgendeiner Weise zu erscheinen. Dass die ARD dennoch mein dringendes Bedürfnis missachtete und mein Persönlichkeitsrecht sträflich ignorierte, ist ein Grund für mich, die ARD zu verklagen. Was war wirklich vorgefallen? Am 19.04.2017 fanden die Dreharbeiten in unserem Studio statt. Einige Tage später veröffentlichte ich auf
Facebook, also auf meinem Profil in Facebook, Making-of-Fotos vom Dreh und verkündete, dass ich in einer ARD-Reportage sofort kommen werde. Und was passierte? Kurz darauf gab es im Zusammenhang mit der Ankündigung sehr sensible, sicherheitsrelevante Entwicklung. Das hatte ich Klaus Hannstorfer in der E-Mail explizit dargestellt. Es mangelt an Charakter, wenn der Macher dieses Filmes meine Forderung erwähnt, sich darüber hinwegsetzt, meine Glaubwürdigkeit in Frage stellt und versucht, diese ernste, bitterernste, wenn das nicht dort ernste Angelegenheit, in Lächerlichkeit zu ziehen. Ich lebe in diesem Land seit 40 Jahren. Ich komme aus der Unfreiheit und hier lernte ich die Freiheit schätzen. Ich komme mit dieser Gesinnungsethik nicht mehr klar. Klaus Hannstorfer hatte mich zum ersten Mal am Samstag, den 15.04. auf meine Mobilnummer angerufen. Übrigens, nur gute Freunde kennen meine Mobilnummer. Er erklärte mir, er sei über meine Facebook-Sperre empört und wolle darüber berichten. Anschließend schrieb mir eine entsprechende E-Mail. Daran behauptete er, es ginge ihm um die Gefahr, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Für diesen Part würde ich gerne mit Ihnen sprechen wollen, schreibt er. Am 19.04.2017 war Klaus Hannstorfer mit seinem Team circa eine Stunde bei mir. Ich wusste nicht, dass er vorhatte, mich als Faker und Hater darzustellen. Beim Abspann des Filmes wurde es mir klar, woher Klaus Hannstorfer meine Mobiltelefonnummer hatte. Nämlich von seinem Redakteur, also von demjenigen, der ihm den Beitrag beim SWR abgenommen hatte. Nämlich von Thomas Reuter. Wer ist Thomas Reuter? Ich kenne Thomas Reuter seit über 23 Jahren. Thomas wollte unbedingt Fernsehjournalist werden. 1995 nahm ich ihn mit nach Tunesien. Er war als einer von meinen drei Filmassistenten. Damals drehte ich für den Westdeutschen Rundfunk den Film Pauschal Total, eine Reise zwei Ansichten. Später machte ich ihn zu meinem Co-Autor in der SWR-Dokumentation Müll, Mafia und Milizen. Es gab zwischen der italienischen Mafia und christlichen Milizen im Libanon einen Deal, bei dem über 25.000 Giftmüllfässer im Libanon vergraben werden konnten. Thomas, also Herr Reuter, war übrigens und ist da immer noch Mitglied der Facebook-Gruppe Deutschland mit Amour. Und zwar von Anfang an. Er war sogar zeitlang im Moderationsteam. Warum er und noch irgendein durchgedrehter Blogger aus unserer Region und Klaus Hannstorfer mir so viel Schaden zugefügt haben, werde ich wirklich beim besten Willen nie verstehen. Seit dem Ausstrahlen des Beitrages bekomme ich täglich, heute und seit dem 31.07. per E-Mail, in Facebook und am Telefon Beleidigung und massive Drohung. Manche, die sich als Linke bezeichnen, schreiben, du gehörst abgeschoben. Muslime drohen mir mit noch schlimmeren Bestrafungen, die ich hier nicht ausführlich beschreiben kann. Ich verstehe nichts mehr. Ich verstehe nichts mehr, was in diesem Land vorgeht. Dieser plötzliche Hass in unserer Gesellschaft ist für mich nicht begreifbar. Ich sehe die Gefahr, dass der politische Islam den öffentlichen Raum mehr und mehr vereinnahmt. Ich mache von meinem verbrieften Recht auf freie Meinung Gebrauch und drücke meine Befürchtung aus. Das hat mit Fremdenfeindlichkeit nichts zu tun. Ich kritisiere Menschen, die Verantwortungsethik mit Gesinnungsethik verwechseln. In diesem Land, das zur Heimat meiner Werte geworden ist, zwingen Politiker und Leute wie Klaus Hannstorfer und Thomas Reuter ihre Gesinnung von einer Willkommenskultur zu übernehmen. Ich lehne es aber ab. Und ich denke nicht daran, mich von diesen Systemmenschen erpressen zu lassen. Die Freiheit des Gewissens ist das Wertvollste, was ich hier kennenlernen und schätzen durfte.